Du bist Fotograf oder Filmemacher, hast schon deine ersten Kunden, kannst aber nicht die Preise durchsetzen, die du eigentlich haben willst. Woran das liegt und wie du das Ganze lösen kannst, erkläre ich dir in diesem Video. Mein Name ist Tobi Obermeier und ich habe vor 3 Jahren meine eigene Videoproduktionsfirma gegründet und inzwischen arbeiten wir mit großen und mittelständischen Unternehmen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen. Und wie gesagt, im heutigen Video möchte ich jetzt mal dir erklären, warum du deine Preise nicht durchsetzen kannst und woran das Ganze liegt und wie du das Ganze ändern kannst, dass du wirklich eben in Zukunft deine Preise durchsetzen kannst und somit auch den Preis bekommst, den du von deinen Kunden erhalten willst. Und grundsätzlich sind das 2 Punkte, an denen das Ganze liegt. Einmal ist es die Positionierung und der 2. Grund sind deine Verkaufsskills. Im 1. Schritt möchte ich jetzt eben mal auf die Positionierung eingehen und möchte dir jetzt auch erstmal aufzeigen, was die Positionierung ist. Die Positionierung ist was, wenn du noch am Anfang stehst, was recht uninteressant für dich ist, weil ich sage immer, man sollte sich erst positionieren, wenn man sein ganzes Foto- oder Videografen-Business skalieren möchte, weil am Anfang sich zu positionieren, finde ich ein bisschen doof, wenn man gerade erst so in die Selbstständigkeit startet. Da kannst du einfach noch nicht wissen, okay, in welchem Bereich fühlst du dich wohl. Deswegen empfehle ich dir, wenn du noch am Anfang bist, positionier dich noch nicht, sondern probier dich jetzt erstmal in verschiedenen Bereichen aus. Das heißt, probier dich mal in Hochzeiten aus, probier dich mal in der Business-Nische, probier mal irgendwie Imagefilme zu machen und probier mal vielleicht Portrait-Shootings zu machen, whatever. Einfach, dass du mal siehst, okay, was gefällt dir, wo gehst du drin auf, was natürlich bei der kreativen Arbeit auch sehr wichtig ist. Und dann, wenn du was gefunden hast, wo du sagst, okay, da siehst du dich drinnen und möchtest das Ganze auch langjährig machen, dann kannst du dich quasi positionieren. Und jetzt kommen wir dazu eben, was genau die Positionierung ist. Grundsätzlich ist die Positionierung folgendes, und zwar, du legst einfach fest, für wen du arbeitest und was du machst. Zum Beispiel machst du nur noch Imagefilme für Zahnärzte, machst du nur noch Videoshootings von Hochzeiten zum Beispiel. Das ist quasi die Positionierung und kannst natürlich dann noch viel, viel spitzer reingehen, aber das will ich jetzt nicht zu weit vertiefen, weil sonst sprengt das Ganze, den ganzen Rahmen hier von diesem Video. Aber grundsätzlich, wie gesagt, du legst fest, für wen du arbeitest und was du für diese Zielgruppe eben machst. Und was bringt dir das Ganze? Das Ganze bringt dir den Expertenstatus. Bedeutet, wenn du wirklich sagst, okay, du produzierst nur Imagefilme für Zahnärzte, dann bist du einfach Experte auf diesem Gebiet. Und das bringt dich eben dazu, dass du halt viel höhere Preise abrufen kannst, weil du eben wirklich nur Experte auf dem Gebiet bist und somit eben auch dein potenzieller Zielkunde bzw. dein potenzieller Kunde sich eben viel besser aufgehoben bei dir fühlt, weil du eben nur diese Nische machst und dich auf diese Position eben spezialisiert hast und deswegen kannst du eben schon mal einen viel, viel höheren Preis abrufen. Zudem, was eben zur Positionierung dazugehört, ist eben der Punkt, dass du wirklich die Probleme oder Wünsche deiner Zielkunden oder Wunschkunden eben weißt und somit kannst du eben mit deiner Video- oder Fotodienstleistung, egal in welchem Bereich das ist, auf deinen Kunden eingehen und quasi seine Probleme analysieren und dann eben mit deiner Dienstleistung wirklich die Lösung für deinen Kunden darstellen und somit ist der Kunde auch wiederum viel bereiter oder bereit, eben einen höheren Preis zu zahlen, wenn du ein Problem von ihm löst und ihm nicht nur ein Video verkaufst. Wie gesagt, wenn du am Anfang bist, positionieren würde ich dir noch nicht empfehlen, eben erst, wenn du skalieren möchtest. Aber trotzdem, grundsätzlich ist es halt so, wenn du alle ansprichst, sprichst du gleichzeitig niemanden an, sage ich. Weil dann sprichst du jeden an und keiner fühlt sich wirklich verstanden von dir. Und das ist halt wirklich ein Punkt, wo man ansprechen muss, beziehungsweise wo du wissen musst, dass wirklich, wenn du dich positioniert hast, die Leute eben viel, viel bereiter sind, eben ja auch in dich und deine Dienstleistung zu investieren, weil du eben Experte in dem Gebiet bist, als wenn du Hochzeiten fotografierst, Imagefilme machst, Portrait-Shootings anbietest. Du gehst jetzt zum Beispiel auch zu einem Zahnarzt, weil der sich auf Zähne spezialisiert hat. Und du würdest wahrscheinlich nicht zu einem Zahnarzt gehen, der auch irgendwie, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, irgendwie dir dein Bein operiert oder so, weil du dir auch denkst, okay, ist das vielleicht der Richtige für mich? Ich glaube nicht. Deswegen, wie gesagt, wenn du dich positionierst, sind die Leute, deine potenziellen Kunden, eben bereit, viel, viel mehr für deine Dienstleistung zu zahlen. So viel jetzt erstmal zur Positionierung und jetzt möchte ich eben auf den 2. Schritt eingehen, woran das Ganze scheitert, eben an deinen Verkaufsskills. Verkauf ist natürlich im Business, egal ob du Fotograf bist, ob du Videograf bist oder ob du in irgendeiner anderen Nische tätig bist, ist natürlich extrem wichtig, weil du musst deine Dienstleistung eben an deinen potenziellen Kunden verkaufen können.
Aber dass du generell mal deine Dienstleistung gescheit verkaufen kannst, gehören ein paar Dinge dazu. Und ein Punkt ist da eben, dass dein Angebot definiert ist und deine Dienstleistung definiert ist. Bedeutet, schlüssel mal wirklich dein Angebot auf, dass du wirklich auch deinem potenziellen Kunden klar machen kannst, was er von dir bekommt und was daraus resultiert. Bedeutet, verkauf ihm am besten keine Fotos oder Videos, sondern verkauf ihm, wie vorher schon angesprochen, zum Beispiel eine Lösung zu seinem Problem oder eben bei Privatkunden im Privatbereich zum Beispiel, verkauf denen Leuten zum Beispiel einfach einen Traum oder einen Wunsch. Dann spielt natürlich auch die Verkaufspsychologie eine ganz, ganz große Rolle, was das Verkaufen angeht. Verkaufspsychologie, da gibt es ganz viele Punkte, wie du quasi dein Gegenüber sozusagen manipulieren kannst und dazu bringen kannst, wirklich, dass er eben bereit ist, mit dir zusammenzuarbeiten. Und dann noch ein Punkt, den ich ansprechen möchte, der sehr, sehr wichtig ist. Du musst in einem Verkaufsgespräch, egal ob das jetzt über Zoom ist, aktuell in der Lage oder vor Ort oder am Telefon, whatever, du musst auf jeden Fall eine Bedarfsanalyse machen und eine Situationsanalyse, dass du wirklich rausfindest bei deinem potenziellen Kunden, okay, was braucht der und kannst somit dann eben auch dein Angebot besser auf deinen potenziellen Kunden anpassen und somit dann ihm wirklich die Lösung zu seinem Problem aufzeigen, was eben dann deine Dienstleistung ist und kannst es eben so verpacken, dass es sich wirklich verstanden fühlt, ist eben ganz, ganz wichtig. Und dann kannst du eben deine Dienstleistung viel, viel besser verkaufen. Also nochmal grob zusammengefasst, wie gesagt, wenn du dich halt positioniert hast, bist du Experte in deinem Gebiet. Dann musst du im nächsten Schritt nur noch wirklich den Skill Verkauf lernen, wie du richtig kreative Dienstleistungen wie Fotos oder Videos eben verkaufst. Und somit kannst du dann eben wirklich deine Dienstleistung viel hochpreisiger verkaufen und die Leute sind dann eben auch bereit, dafür den Preis zu zahlen, den du eben verlangst bzw. abrufen möchtest. Und generell, wenn dich diese Themen interessieren, wenn du selbstständig als Foto- oder Videograf werden möchtest, wenn du dich mehr mit dem Thema Positionierung, Verkauf etc. beschäftigen möchtest und so weiter oder dein ganzes Business einfach mal skalieren möchtest, automatisiert Kundenanfragen generieren möchtest von deinen Traumkunden, die eben wirklich deine Preise auch zahlen oder bereit sind, deine Preise zu zahlen, dann check auf jeden Fall jetzt mal den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Da kannst du dich einfach mal für ein kostenloses Erstgespräch mit mir oder jemandem aus meinem Team eintragen. Und dann können wir einfach mal gemeinsam deine Situation analysieren und schauen, wo du gerade stehst. Und dann können wir dir bestimmt auch weiterhelfen, wie du dein Business entweder gründen kannst oder eben auch skalieren kannst. Und in diesem Sinne hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Gib mir gerne dein Feedback in den Kommentaren. Abonniere auf jeden Fall den Channel, um nichts mehr zu verpassen. Wie gesagt, hier geht es rund um das Thema Business als Foto- oder Videograf. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Abend, einen schönen Mittag, whatever. Bis dahin, haut rein, ciao.